Hier ist der DWZ Newsroom am Mittwoch. Bei mir ist Frank Neitz aus der Redaktion. Hallo. Guten Morgen. Wir haben uns ja schön warm eingepackt, aber es ist ja auch kalt draußen. Mhm. Zum Glück nicht so windig wie vor 10 Jahren. Das war schon eine kleine Katastrophe hier im Weserbergland auch. Da war es anfangs auch noch etwas wärmer. Ja. Wirklich richtig warm und es gab auch eine Wetterwarnung. Ja. Die ist dann am späten Nachmittag, am 18. Januar dann auch eingetreten. Ja. Es kam ein Sturmtief. Wer sich vielleicht erinnert, 2007 war der Orkan Kyrill auch im Weserbergland zu Gast. Wir fanden es nicht so schön, weil es gab Verwüstungen. Es gab Verwüstungen, die sieht man heute noch. Ich vergleiche das mit so einer Wunde. Ja. Mit einer Fleischwunde. Da bildet sich erst Schorf und eine Narbe bleibt zurück. Und ähnlich ist das bei uns in den Wäldern. Wenn man da genau hinguckt, sieht man noch einige Gebiete, wo der Sturm reingezogen ist, die Bäume umgeknickt hat, massenhaft Bäume umgeknickt hat. Und wo heute eben zwar schon wieder 8 Meter hohe Bäume stehen, aber es ist immer noch nicht die Ansicht, die man vorher gekannt hat. Ein Sturm hat vor 10 Jahren hier vor allen Dingen in den Wäldern viel Schaden angerichtet. Ja, in den Wäldern, aber auch in Städten und Dörfern. In Fuhlen weiß ich zum Beispiel, ist eine komplette Scheune, eine Backsteinscheune niedergeweht worden. Ah, okay. Hof Spiegelberg, da ist ein Dach weggeweht. In der Rattenfingerhalle soll Wasser gewesen sein. Keller sind vollgelaufen. Ich persönlich habe noch eine Erinnerung bei uns zu Hause. Zur Westseite war eine Terrassentür. Da hat der Regen gegengeschlagen und der Wind hat das Wasser durch die Dichtung ins Zimmer so reingetrieben. Oha. Nicht viel, aber das ist noch so haften geblieben. Man brauchte damals nicht los, aber es wurde der größte Hilfseinsatz, den wir so im Kreis Hameln-Pyrmont hatten, weil da waren über 1000 Helfer waren, glaube ich, unterwegs und das recherchiere ich jetzt mal, die Keller leer gepumpt haben, Bäume zur Seite gezogen haben, lagen ein Baum auf der Nordwestbahn bei Behrensen, der ist zugegengeprallt. Und ich werde jetzt mal ins Archiv gucken, was so überall passiert ist und werde versuchen, noch ein paar Zeitzeugen von damals zu erwischen, dass sie mir sagen, was die damals machen mussten. Frank Neitz wird euch was schreiben für die Donnerstags-DWZ. Gibt es natürlich auch online auf dwz.de. Ich habe das gar nicht mehr so krass in Erinnerung. Ist ja auch schon 10 Jahre her. Aber wie geht es denn euch, wenn ihr auch noch Erinnerungen an den Orkan Kyrill habt? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und du begibst dich jetzt auf Spurensuche. Ich muss jetzt auf Spurensuche. Das ist ein bisschen zeitintensiv. Und ja. Schreiben muss ich es auch noch. Und morgen soll es zu lesen sein. Und heute Abend haben wir es dann halt auch schon mal online, ne? Okay, dann viel Erfolg, Frank. Und ihr, wenn ihr gerne diskutieren wollt, macht das hier unter dem Video. Es geht um den Orkan Kyrill, der vor 10 Jahren im Weserbergland hier auch gewütet hat. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin.